Nichts zu verstecken in Sachen Mode hat unsere Style-Expertin Luisa Rossi. Ja, Sally, Simon. Hey, Luisa. Bist du bereit für viel Schickness? Ja, ich freue mich. Ja. Schon, ich habe für dich zwei schicke Outfits ausgesucht, damit du dich schön präsentieren kannst. Und zwar sportlich, aber auch eben elegant. Ich mir wundern, was du dann aussuchen tust. Ich freue mich. Also komm, wir gehen spazieren. Schau, schick und sportlich wird es nämlich bei diesem Outfit. Zuerst kriegst du schon über und dann ein Eyecatcher mit der Farbe. Okay, danke. Natürlich geht Simon nicht mit mir spazieren, sondern mit seiner Familie. Und für das, je nach Kälte, habe ich ihm den ersten Outfit relativ warm etwas gegeben zum Anlegen. Und zwar eine schöne Daunenjacke von Calvin Klein. Und zwar im spritzigen Blau, wo man wirklich ihn von weitem sieht. Für mich ist das so ein Pure-Look. Nicht zu viel Firlefanz, sondern sehr, sehr simpel. Und auch bei den Hosen, die sind auch von Calvin Klein. Und zwar sind die sehr, sehr clean geschnitten. Auch das T-Shirt runter. Ich habe geschaut, dass wenn du eigentlich so eine dicke Daunenjacke hast, nicht musst du noch mal einen Pulli darunter anlegen, weil es verschmacht ist. Aber gleich, dass wenn du irgendwo in ein Restaurant nachher abziehen tust, gleich eine schöne Falle machst. Und für das habe ich ein Shirt genommen von All Saints. Also ein kleiner, schöner Look, der aber trotz allem sportelegant aussieht. Und natürlich auch mit dem Augenmerk auf den Schuhen. Ein New Balance, finde ich, dann sieht alles picobello aus. Der Look ist ein Augenweide und ich finde, da sieht Simon wahnsinnig gut drin aus. Und zwar ist es ein Schichtenlook und am Anfang hat es vielleicht ein bisschen heiß draußen, aber kann sich dann im Restaurant immer wieder ein bisschen abziehen. Und zwar angefangen von unten aufgebaut mit einem Hemdli von Tommy Hilfiger, schön dunkelblau, dann kommt das Gilet. Und zwar ist es auch von Tommy Hilfiger, auch in einem schönen auch dunkelblau, kombiniert auch mit einem Blazer, der so zweifarbig ist. Und zwar von Paul in dem schönen Check, der ein bisschen braun, violett drin hat. Und diese Farbe habe ich dann wieder genommen bei den Jeanshosen von Scotch & Soda, sodass es einen Übergang gibt, so eine Einheit. Und der Schuh, der ist natürlich schön braun. Also da darfst du nicht einen schwarzen Schuh anlegen, das ist wie ein Fusch ins Auge. Und dann der Schluss ist mit einem Mantel. Ich habe gefunden, dass der braune Mantel, der macht es einfach sehr, sehr schick, von Anthony Morato. Ich finde, im Gesamtbild sieht er winterlich aus, aber frisch und natürlich für jede Wettergelegenheit top angelegt. Der Vergleich zum Morgen beweist, der Simon sieht super aus und zeigt sich einmal von einer ganz anderen Seite. Ja, es war ein cooles Erlebnis. Luisa hat mir ganz viele neue Inspirationen gegeben. Andere Kleidungsstücke zeigen, Farbkombinationen, wie ich sie jetzt hier habe, gefällt mir sehr gut. Dann hat mir Martin eine neue Frisur verpasst, frisch geschnitten. Ganz etwas Neues, was ich noch nie hatte. Danke allen denen vielmals, es war ein schönes Erlebnis. Sind auch Sie ein Mann mit Lust auf eine optische Veränderung? Dann bewerben Sie sich jetzt. Alle Infos gibt es auf unserer Homepage lifestyle-tv.ch.